Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben in der letzten Folge hier einiges gebaut, vor allem unser ewig langes Band hier, was sich jetzt darum kümmert, dass hier die Lager arbeiten können. Was natürlich jetzt gerade schon wieder schön in ein Lagerproblem übergeht. Wie scheint, müssen wir noch eine weitere Produktionsstelle bauen. Schau mal, kann ich das noch machen? Hier einfach auf Kopieren gehen. Das würde von der Rohrleitung aus passen. Dann brauchen wir noch so ein flaches. Zurücksetzen. So. Und dann übernimmst du bitte die Einstellung von hier nach hier. Gut. Dann kann es auch direkt anfangen. Und dann können wir auch direkt nochmal das Lager dementsprechend herrichten. So. Und dann müsste ich ja die Ja, ich mache jetzt zwei Bänder, einfach weil ich denke, dass ich da vielleicht ein bisschen den Vorteil in Zukunft kriege, wenn ich noch mehr baue an Produktionsstätte. Das Lager ist hier aufgebaut. Und dann wird dementsprechend hoffentlich die Produktion auch hochgeschossen. Was wir jetzt als Problem haben, dass unser Essen relativ knapp ist. Aber dadurch, dass wir jetzt hier mittlerweile Beton in Massen produzieren können, stehen wir schon mal um einiges besser da. Und die Produktion steigt natürlich dementsprechend auch weiterhin. Also allein wie viel hier schon mit Leuten, ja okay, es ist halt nicht viel, aber immerhin etwas. Allein wie viel sie ansammelt zwischendurch. Und das wird schon noch. Wahrscheinlich einmal umdrehen und hier noch, das wäre natürlich wahrscheinlich dann perfekt. Als sollte bei uns langsam auch die Produktion dementsprechend, oh. Der Schüttgut hat natürlich jetzt das Problem, dass der Schüttgut nicht weiterkommt mehr, ne? Ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut. So, jetzt müssen wir uns eigentlich mal wieder um die Nahrung kümmern, weil Nahrung ist relativ knapp. Kann ich irgendwie holzlos werden? Scheißegal, wie es kostet, Hauptsache mal holzlos werden fürs Erste. Aktuell sind die leider nicht mehr das, was wir benötigen. Aber wir können ja rein theoretisch auch immer verbessern, oder? Euch selber sozusagen verbessern. Das sollte ja schon mal funktionieren. Dann haben wir temporär schon mal bessere Teile. Gut, dann als nächstes müsste ich dann hier auch was haben, was ich mal ganz unten aufs Lager stellen kann. Dann stellen wir euch mal auf Upgrade ein. Dann sollte das dementsprechend schon mal funktionieren. Kann ich euch auch, aber kann ich nicht upgraden in dem Fall. Okay. Aber bald könnte ich mal hier vielleicht das Kabel, den Kabelanschluss machen. Das könnte ich upgraden.
Dann funktioniert nicht der schon mal mittlerweile. Aktuelle Produktion, also die gesamte Produktionskapazität. Wir haben nicht mehr wirklich viel Kapazität mit den Dingern hier. Aber das ist leider erwartbar gewesen. Unsere Nährmittel-Ding ist noch ein bisschen problematisch aktuell. Jetzt leckt es aber, hui. Schiffsdock, weil ich die Schiffsdocks fertig gemacht habe wahrscheinlich. Das haben wir jetzt fertig gemacht. Und dann können wir uns mal das Schiff anschauen, weil das müssen wir reparieren. Das braucht einige Eisenplatten, aber von denen haben wir auch tonnenweise aktuell noch. Schade, der produziert jetzt Wissenschaftspunkte. Das ist gut. Jetzt fehlen nur noch hier natürlich die Wissenschaftsteile. Und dann läuft es schon. Wie viel haben wir denn schon hier drin? Keine mehr. Okay. Lol. Ach, die haben schon aufgeteilt. Okay. Wie schaut es mit der Nahrung aus? Aufgestockt auf 9 Monate. Bodenfeuchte. Ja, die brauchen Wasser rein, theoretisch. Die müssen wir auch upgraden. Beziehungsweise würde ich sie halt am liebsten direkt mal hier oben hinbauen, wo wir dann auch vielleicht länger halt nicht meine dementsprechende Basis hinbauen können. Wie schaut das mit Nahrung aus? Verbesserte Farm. Kollidiert mit Farm, ja, das ist klar. Aber hier kriege ich 2 rein theoretisch hin. Weil Wasser haben wir ja schon. Das Problem ist halt, ich brauche hier echt viel Platz dafür. Und ich habe hier nicht wirklich Platz aktuell noch. Hier hinten wäre ein cooler Platz. Da musst du auch die Bäume platt kriegen. Kann ich noch 2 Autos bauen, bitte? So, jetzt sind wir schon beim Forschen für die nächste Stufe. Wir machen jetzt Wartungsdepot 2, bedeutet, wir können die Wartung updaten. Dann haben wir Rohrleitungen und irgendwo sollten wir dann auch Lager-Upgrades haben in Zukunft. Was sind die Lager-Upgrades wieder? Irgendwo kamen die noch. Oder habe ich die schon komplett übersehen? Haben wir die schon? Haben wir Lager-Upgrades? Ich glaube nicht, ne? Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Verbrennungsanlage. Können wir Müll verbrennen rein theoretisch. Da, Lagerung. Frachtschiff-Technologie. Ja, dann haben wir Lagerung 2. Das ist natürlich super. So, die müssen natürlich jetzt immer wieder warten. Ah, jetzt ist die Energieversorgung schon problematisch. Tun wir doch fürs erste Mal, bis wir mit der Energie endlich upgraden können. Was hinsetzen und dann dementsprechend eine Rohrleitung von hier nach da ziehen und die dementsprechend verbinden. So. Dann können die nicht schon mal arbeiten und sind direkt auch am Werk hier dran. Dann können wir die nicht unten abreißen fürs Erste. Dann sind die unnötig. Weil die waren ja eh eher hier nervig unten. Die waren da ein bisschen, naja, im Weg halt, ne? So, jetzt ist das hier auch weg. Ich würde gerne meine Wartungsdepots auch woanders hinsetzen in Zukunft. Das ist alles hier noch so ein bisschen verzwickt mit der ganzen Situation.
wo man was hinbaut in Zukunft. Die Müllablage scheint auch gut zu laufen, soweit wie ich sehe. Aktuell können wir hier noch rausfahren, also sollen hier auch alles voll gemüllt werden. Oder wir können hier auch gleich mal sagen, dass er lange Stützmauern hinbauen soll. So. Dann ist es schon mal zugebaut. Alter, die Produktion bei mir von Beton ist ja mittlerweile mega. Wie viel habe ich aktuell auf Lager? 61. Holy shit. Dafür geht das Essen runter und das ist nicht gut. Noch einen weiteren Platz fürs Essen. Und eigentlich will ich dafür jetzt das abbauen. Damit ich damit hier mit dem Nahrungszeug sehen kann. Und ich kann ihn noch bestimmt ein bisschen dirigieren fürs Erste. Dass sie fürs Erste mal die Reihe abbauen da vorne. Und dann handeln wir noch unser Holz weg. Geben wir jedem von denen noch einen LKW ran. Dann sind die gleich besser unterwegs. Er muss dringend wieder Nahrung bauen. Habe ich genug ran theoretisch? Mannschaftszuweisung. So. Sollen die schnell hier die Ecke frei machen? Baum für Baum hier durchjagen. Ach, seid ihr durch? Dann arbeitet euch mal bitte erstmal hier ein bisschen. So, das sollte doch passen, rein theoretisch. Könnt ihr die Mine erstmal ein bisschen ausgraben jetzt. So. Oh, Öl. Öl scheint aber aktuell. Huiuiui. Was ist mit unserer Pumpenkapazität los? Was ist denn jetzt los? Erhöhen wir das Ding gleich mal aufs Doppelte. Wahrscheinlich durch die gegebene Situation sind wir nicht mehr so. Ich tue mit dem hier die Leistung entfernen. Braucht das auch gerade nicht mehr. Nein, also wir machen jetzt A. Leistung für den Monat entfernen, auch entfernen. Ist ja nicht mehr nötig. Und ehrlich, wir schauen das auch ohne. So. Bewässerte Farmen. Das ist die Frage, was ist schlauer? Stelle ich sie so hin? Oder hier eher so hin? Lass ich das Wasser hinten rumlaufen? Ne, ich lasse es vorne rumlaufen. Dann sollte von hinten die Produktion nach hier vorne das rein theoretisch einfach rausfahren. Kommt hier ein großes Lager hin und alles drum und dran. Wenn wir den Steinbruch haben.
Ich habe irgendwie das Gefühl, als ob unser Beton mittlerweile voll ist. Holy shit, ja, wir sind voll. Wir haben die ganzen Lager auch fast verbraucht. Holy shit, okay. Wir waren eindeutig fleißig. Ich habe auch kein Gebiet mehr zum Graben. Und dann grab mal den Rest hier auch noch runter. Grab den Rest auch mal weg. Was, also wir so wenig Stahlplatten haben? Wo sind die ganzen? Alles weg. Export aus. Export aus. Hier ist auch Export aus und hier ist auch Export aus. Brauchen die so lange mittlerweile, oder was? Dann machen wir doch einfach hier mal kopieren. So. Dementsprechend arbeiten. Und dann kriegt das dementsprechend auch ein flaches Förderband. So. Dann sollte das jetzt auch klappen. Dann sollte die Metallproduktion hier auch wieder steigen. Gibt's von mir jetzt natürlich hier auch Kartoffeln. Dann Gründünger, Gemüse, Gründünger. Er braucht wieder Bäume, ne? Rodet ihr mir erstmal bitte das ganze Ding hier hinten ab. Dann bin ich zufrieden. Alles, was hier ist, muss weg. Damit ich hier mal ein paar Nahrungsplätze hinstellen kann. So Nahrung wird jetzt schon knapp, das ist nicht gut. Es wird immer nur knapper. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.